Lieben, frohes neues Jahr, herzlich willkommen in 2017 und natürlich herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Tutorial von mir. Ich habe heute für euch Mrs. De Winter bin ich aus dem Musical Rebecca bearbeitet und das hatte ich schon ganz, ganz wahnsinnig lange vor und ich habe es bestimmt schon seit 6 Monaten immer mal wieder versucht aufzunehmen, aber ich fand die Stimme von Mrs. De Winter wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Ich finde sie immer noch sehr schwer, aber ich glaube, jetzt ist die Aufnahme so gut, dass ich mich traue, euch es vorzuspielen. Und deswegen ist hier also für euch mein neuestes Tutorial. Bevor ich jetzt Tschüss sage, möchte ich kurz Danke sagen. Danke! Für 3000 Abonnenten bei YouTube. Großartig! Oh Gott, ich freue mich so sehr, dass euch meine Videos gefallen und dass ihr immer wieder reinschaut und ihr klickt auf Gefällt mir und ihr kommentiert und ihr liked und ihr wünscht euch neue Lieder und ihr empfehlt mich weiter und ach, ihr seid einfach zuckersüß. Also vielen lieben Dank für euren ganzen, für eure Unterstützung und jetzt ganz viel Spaß bei meinem neuesten Tutorial. Muah. Sie irren sich, Mrs. De Winter bin ich. Diese Porzellanfigur fand ich schon immer kitschig. Sie soll mir nicht länger den Geschmack verderben. Ein geklebter Amor bringt kein Glück, darum machen wir ihn wieder zu Scherben. Ich will hier zu Hause sein und nicht nur geduldet wie ein Gast. Will leben, wie's mir gefällt, egal Ihnen passt. Ich habe lang genug mich selbst verleugnet, das ist jetzt vorbei. Ich war umgeben von Schatten, doch jetzt sind sie fort. In das dunkle Haus kommt Licht, alles, alles ändert sich. Mrs. De Winter. Mrs. De Winters Lieblingsfigur, Mrs. De Winter erwarb sie auf einer Auktion. Mrs. De Winter sagte: Nein, nein! Sie ergibt sich nicht, man besiegt sie nicht. Sie ist stark der Macht des Todes und erliegt sie nicht. Man sieht sie nicht, doch ich spür, sie ist hier und lebt noch. Sie hört und sie sieht uns. Sie ergibt sich nicht, sie ist stärker. Sie ergibt sich nicht, man besiegt sie nicht. Du besiegst sie. Keine Orchideen, ich möchte stattdessen Azaleen. Ich will die Töpfe hier morgen nicht mehr sehen. Das sind die Orchideen von Mrs. De Winter. Es riecht muffig hier, drum machen Sie hier ab und zu die Fenster auf. Mrs. De Winter will das nicht. Sie will, sie irren sich. Mrs. De Winter bin ich. Ich schreib nicht auf Briefpapier, dass einer fremden, toten Frau gehört. Auf den Müll damit, es ist nichts mehr wert. So wie das Buch mit ihren Nummern und Adressen. Es liegt immer hier, stets griffbereit, so wie die Kuverts und das Papier. Mrs. De Winter will das so. Oh nein, sie irren sich, Mrs. De Winter bin ich. Diese Mrs. De Winters Lieblingsfigur, sie soll mir nicht länger den Geschmack verderben. Ein geklebter Amor bringt Mrs. kein De Winter Glück, darum machen wir ihn wieder zu Scherben. Nein,
Nein, ich will sie hier zu Hause sich sein nicht. Und nicht. Man besiegt sie wie nicht. Ein Gast. Sie ist stark, mir gefällt es, egal was unterliegt. Ich habe lang geneigt, man sieht sie nicht. Doch ich spüre, sie ist hier und ich war umgeben. Sie hört und sie sieht uns. Doch jetzt sie ergibt sich nicht in das dunkle Haus. Also wir haben fast zu träge gekommen, ich habe gesehen, ich bin so böse.